der Feinstaub ist eigentlich überall. Vor allem hier in der Stadt. Ich meine, schau dir das mal an. Das kann ja nicht gut sein. Und es kann vor allem auch nicht gut sein für meine schönen Pflänzchen, die ich erst gerade diesen Frühling neu eingepflanzt habe. Aber ob es echt wirklich so schlimm für sie ist, weiss ich nicht. Für das bräuchte ich, glaube ich, jetzt einen kleinen Input. Hallo Yara, dann frag mal los. Hallo Amewu. Merken meine Erdbeeren etwas vom Feinstaub? Ja, sie merken es tatsächlich. Denn der Feinstaub setzt sich auf der gesamten Pflanze ab und behindert dann zum Beispiel auf den Blättern auch ein wenig die Photosynthese. Das heißt, die Pflanze wächst schlechter oder hat auch weniger Ertrag. Von woher kommt eigentlich der Feinstaub hier auf dem Balkon? Sehr viel Feinstaub kommt aus dem Verkehr direkt. Aus dem Auspuff kommen ganz, ganz kleine Rußpartikelchen. Die sind sehr klein und können auch sehr tief in die Lunge eindringen und deshalb sind sie auch ziemlich giftig. Aber das sind nicht die einzigen Feinstaubpartikel, die da produziert werden, sondern auch Abrieb von den Reifen und von den Bremsen. Was ist von der Bremse? Ja, denn durch das Zusammenreiben der Bremsscheibe und des Bremsbelages kommt es zum Bremsen und der Belag wird so klein gemahlen, dass er als Feinstaub in die Luft geht. Das heisst, in dem Fall sind gar nicht nur so die Dieselautos grosse Probleme? Die sind nicht unbedingt das größte Problem. Elektroautos bremsen natürlich auch und deshalb haben die auch irgendwie Feinstaubabrieb von den Reifen und von den Bremsen. Also ist die Luft denn in der Stadt nicht besser geworden? Doch gerade hier in Europa ist natürlich die Luftqualität in den letzten Jahrzehnten deutlich besser geworden. Aber früher war der Feinstaub noch anders, als die großen schwarzen Wolken aus den Dieselauspuffen rausgekommen sind. Jetzt sind die Partikel viel kleiner und wir versuchen, die Feinstaubkonzentration immer noch zu wiegen. Das kann man aber mit den ganz kleinen Partikeln gar nicht machen. Das heißt, wir messen die im Moment gar nicht so richtig, obwohl wir jetzt schon wissen, dass die viel tiefer in unsere Lungen eindringen können und eigentlich viel gefährlicher sind als so große Partikel. Aber es ist nicht nur in der Stadt ein Problem mit der Luftqualität. Auch auf dem Land kann man mit der Luftqualität ein Problem haben. Also ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, in dem Fall suche ich mir eine Wohnung auf dem Land, weil dort ist die Luft einfach viel besser. Dort haben wir zwar weniger Verkehr, aber die Landwirtschaft produziert auch sehr viel Feinstaub. Zum einen haben die landwirtschaftlichen Fahrzeuge oftmals keinen Dieselpartikelfilter, wie sie die meisten Autos oder alle Autos in der Stadt haben. Zum anderen gibt es auch Feinstaub, der erst in der Luft entsteht. Zum Beispiel, wenn die Gülle ausgebracht wird, dann wird Ammoniak frei. Und Ammoniak reagiert in der Luft so, dass sich dann Feinstaubpartikel bilden. Das heisst, wir haben jetzt den Verkehr und die Landwirtschaft. Aber was gibt es eigentlich sonst noch für grosse Feinstauberzeuger? Das Heizen produziert natürlich auch Feinstaub. Ganz besonders so ältere Holzheizung, so richtig mit so Stückholz und sowas alles, das produziert sehr viel Feinstaub. Das sieht man manchmal auch im Winter im Tessin. Wenn das dann sozusagen in den Tälern eine bestimmte Wetterlage ist, wir nennen das dann Inversionslage, das ist wie so ein Deckel obendrauf, und dann können die Feinstaubpartikel nicht weg und dann kann die Luft im Tessin im Winter schlechter sein als mitten in der Stadt in Zürich. Aber was ist jetzt eigentlich mit diesen Erdbeeren? Kann ich die überhaupt noch essen? Oder ist es nicht mega giftig, wenn ich das jetzt esse? Da musst du dir keine Sorgen machen. Die Schadstoffe, die über den Feinstaub sich darauf absetzen, die kannst du durch einfaches Abspülen mit Wasser wieder entfernen. Wir haben jetzt davon gehört, dass Feinstaub schlecht für die Gesundheit ist, aber ist es eigentlich auch schädlich für das Klima? Ja. Gute Luft ist Gesundheitsschutz, Umweltschutz und auch Klimaschutz. Der Ruß ist ja schwarz und nur weil die Partikel so klein sind, dass wir sie nicht sehen können, sind sie ja trotzdem da. Und die können Strahlung absorbieren und sich dadurch aufheizen. Und dann heizen sie natürlich auch ihre Umgebung auf. Und die können wahnsinnig weit fliegen. Die können hoch bis zu den Gletschern fliegen, aber die können auch bis in die Arktis fliegen. Und da werden sie auch tatsächlich gefunden. Und dadurch, dass die sich aber aufwärmen, schmilzt dann das Eis noch schneller als allein durch die höheren Temperaturen. Also da würde ich sagen, danke vielmals, Amewu. Und ich würde jetzt eigentlich gerade gerne eines von diesen Erdbeeren nehmen. Achtung, es ist gerade neben dir. Tschüss, Amewu. Ciao. So, ich muss es zuerst waschen, hat sie ja gesagt. Und du kannst jetzt entscheiden, wie es hier weitergeht. Du kennst es, 20 Sekunden hast du Zeit, um dich auszuwählen. Hier kommst du zu allen Zahlen und Fakten zum Feinstaub, was echt recht krass ist, aber klick am besten selber drauf.
Und hier kommst du zu den praktischen Tipps, wie du eben im Alltag Feinstaub kannst reduzieren kannst, weil im Alltag produzieren wir auch recht viel Feinstaub. Oh, das ist mega fein. Mega süß.